Hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Teil des Weeklies. Die KI liegt immer noch flach und ich sollte mir eigentlich irgendwie dazu ein Intro überlegen. So, Fabi liest die Briefe und KI hat Sonnenbrand. Ausbaufähig. Okay, aber da ich es ja alleine mache heute, gucke ich mal, dass ich zuerst auf die Hashtag-Sachen eingehe. Hier war das Steuerung F, genau. Ich habe ein bisschen Eis gerade gegessen, weil es so warm war. Es ist jetzt gerade ein bisschen kalt. Moment, jetzt habe ich gerade das Display hier genau davor. Okay, ich wollte fragen, ob man das Minecraft-PC auch mit einer Paysafe-Karte kaufen kann. Da du Minecraft, glaube ich, über mehrere Stellen, ich glaube, du kannst Minecraft auch mit Paysafe-Karte bezahlen. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, kurz mal wieder das nach oben geklappt. Ich glaube nämlich schon. Da unten. Verdammt, ich sollte unbedingt meine Kamera ein bisschen weiter bewegen, sonst habe ich nämlich das Problem, dass ich überhaupt nicht sehe. Das ist die Frage, wohnt ihr in einer Wohnung oder in einem Haus? Eine Wohnung. Die ist ungefähr 60 Quadratmeter, 60, 70, ja. Fabi, wie geht's weiter mit der Drachen- und Pferdebahn in Minecraft? Die kommt ab und zu mal dann rein, wenn wir wieder eine Lücke haben. Geplant ist jetzt, dass Frozen ungefähr so 50 Folgen hat, damit wir dann noch so ein paar Eisbären uns fangen können, damit wir noch so ein bisschen eine Schlittschuhbahn bauen, damit wir noch ein paar andere Skipisten bauen. Wenn das vorbei ist, dann kommt spätestens auch nochmal so mehr Community-mäßige Sachen und dann geht es dann irgendwann mal, wenn Minecraft 1.11 kommt, mit einem neuen Projekt, was ich mir überlege, los. Das muss dann aber erstmal so überlegt werden, je nachdem, wie dann die Updates dann sind, weil ich weiß auch immer nicht, was da gerade Neues reinkommt. Wann wird man sich wieder als Mod-Supporter bewerben können? Das ist jetzt, geht jetzt alles ein bisschen anders. Ihr müsst quasi auf dem Server ein bisschen spielen und dann entscheidet man, dann könnt ihr quasi euch auf dem Server dann bewerben und dann da mal nachfragen nach einer Zeit, wenn man halt gesehen hat, ihr übernehmt euch normal auf dem Server. Ob Kadi mal wieder Summer Spirit reiten kann. Also Kadi reitet aktuell immer erstmal nur die Pferde, die sie auslevelt aktuell und dann erst dann halt mal wieder die Pferde, die dann nochmal wieder zur freien Verfügung stehen. Ob man auch mal irgendwann auf dem Server so kann, ohne dass man angenommen werden kann. Ja, wir machen mal so ein freies Event, dass man halt dann mal so besuchermäßig draufkommen kann, damit wir auch mal gucken, wie viel das Spieler verträgt, der Server eigentlich. Muss man bei Björn oder so beliebt sein, um nach Golden Hills Valley zu kommen? Nein, das musst du nicht. Du musst, um nach Golden Hills zu kommen, musst du eine Prä-Quest machen, die dann dich da um den Garten und sowas rumführt, damit dann das Schloss aufschließt. Und ja. Das ist nicht an Level gebunden, sondern einfach nur an eine Quest. Wie heißt es nochmal? Genau, das Dino-Tal ist an Level gebunden, da musst du 15 sein dann. Ob wir mal Dead by Daylight spielen können. Das spielen wir momentan tatsächlich auch nebenbei mal so ein bisschen mehr. Kommt wahrscheinlich im Streamer Mittwoch auch. Und vielleicht machen wir da auch das ein oder andere Video dazu. Aber das ist jetzt noch nicht so als großes Projekt bei uns geplant. Ich habe Riding Out schon mal gekauft, aber jetzt ist es auf Steam. Dann musst du dich an den Support wenden. Dann kriegst du dafür, glaube ich, einen Steam Key, wenn das so richtig war. Bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Ich habe das Problem, dass ich die Pferde zum Beispiel von Loretta nicht mehr sehen kann. Oh je, das habe ich noch gar nicht gehört, den Fehler. Also ich habe den selber auch gar nicht, da kann ich dir echt nicht weiterhelfen. Jetzt muss ich erstmal gucken, weil ich habe echt die Kamera jetzt bei mir verdeckt. Wieder mal Summer Spirit reiten, das hatten wir eben schon. Ob Fabi schon mal auf Romero saß? Nee. Ich habe bisher gerade nur dabei gefilmt. Ein Video mit Romero, da sind wir gerade dran. Was sind unsere Lieblingspferde in SSO? Und noch eine Frage, macht ihr auch Briefe oder nur Pakete Mitglieds auf? Hallo, wir machen doch andauernd auch Briefe auf. Lieblingspferde bei mir sind aktuell die Isländer und da glaube ich bei mir eher Cake Time, ja. Fabi, kannst du Minecraft Zoo wieder machen? Nein, die Projekte, die ich abschließe, werde ich auch abgeschlossen lassen. Und da mache ich dann immer neue Projekte, die teilweise in dieselbe Richtung gehen, aber wenn wieder eine Zoo-Sache kommt, dann nur, wenn es einen Mod gibt, der interessant ist. Also ich werde dasselbe nicht nochmal machen. Ihr Vlogs machen könnt, eher so Videos aus eurem Alltag. Naja, im Endeffekt würdet ihr uns dann sehen, wie wir quasi Videos machen. Und es ist halt derzeit auch ein bisschen schwer, weil da müssten wir quasi der eine müsste hinter dem anderen stehen und filmen. Dafür haben wir nicht wirklich eine gute Cam. Das ist so eine Action-Cam gerade, die macht ihren Zweck jetzt, aber
Da müssen wir mal schauen. Also wir wollen mal ein paar mehr Vlogs machen, aber derzeit ist wirklich, überlegen wir schon, wie wir irgendwie die Roomtour mal reinbekommen. Kann Cardi bei Sims 4 auch mal wieder einen Sims erstellen, und zwar vielleicht, okay, also Special Sims. Müssen wir mal gucken. Und was war noch? Fabi, ich gucke die Minecraft, das ist auch mal mega lustig. Mag euch beide. Alles klar, Dankeschön. Wann kommt Baby die Roomtour? Bitte, bitte, bitte fragt uns da nicht andauernd danach. Wir machen die so schnell wie es geht, aber wir haben ungefähr die zu den 50.000 haben wir angestrebt. Aber wir werden jetzt jedes Mal nachgefragt. Bitte schaut doch mal nach, dass ihr vielleicht Fragen stellt, die noch nicht schon mal beantwortet wurden. Macht ihr mal Dead by Daylight. Let's Play. Ein paar einzelne Folgen wahrscheinlich, aber ob jetzt direkt mehr davon bringen, wird sich zeigen. Ich habe am 4.5. ein Paket geschickt, aber es war noch nicht im Weekly. Das liegt ganz klar daran, dass wir einen riesigen Berg gerade haben, den wir langsam abarbeiten. Deswegen mache ich auch das Zusatz-Weekly, was wahrscheinlich nächste Woche dann kommt. Und je nachdem, wie dann das von euch angenommen wird, werde ich da auch regelmäßiger mal ein Zusatz-Weekly machen, damit die Post etwas schneller beantwortet wird. Wie groß seid ihr? Ich bin 1,84 und die Kati ist 1,75, ungefähr 10 cm kleiner. Was arbeitet ihr eigentlich? Die Kadi und ich sind jeweils noch nebenberuflich tätig. Ich bin ein freier Redakteur und die Kadi ist eine Bürokauffrau. Ich verwechsel jetzt aber mit Bankkauffrau, deswegen muss ich... Nee, Industriekauffrau, sie hat sich auch schon wieder verwechselt. Darf man bei euren TG-Folgen mitreiten? Ja, also bei den ganzen Folgen, die jetzt keine Quest-Folgen sind, also bei denen, wo wir einfach nur random über Sachen reden, über Themen reden, kann man immer mitreiten, ja. Ich muss jetzt mal ein bisschen an meiner Kamera vorbeischauen. Wie es mit der Festplatte von Kati aussieht, hat sich wahrscheinlich die Woche schon für euch auch geklärt. Ihr seht ja, dass die Folgen normal weitergehen. Übrigens dazu auch nochmal eine Info. Am Dienstag kommt die 500. Folge, weil Kati jetzt durch das Sache mit dem Sonnenbrand sehr, sehr schlecht sitzen kann. Deswegen macht sie auch jetzt hier das Weekly nicht mit, weil sie einfach erstmal ziemlich flach liegt und nur ganz notdürftig sich mal noch an den Rechner setzt. Und das ist ein bisschen schwierig, die Folge aufzunehmen. Wo man die Handynummer schicken kann, wegen den 50.000 Fancalls. Wir werden erstmal die Fancall-Plätze verlosen und dann machen wir das Ganze über Skype, nicht übers Handy. Ob man sich für den Community-Server bewerben kann? Ja, kann man. Das habe ich auch darunter geschrieben. Genau, sehe ich gerade selber. Genau, nochmal Bewerbungen für den Community-Server. Mögt ihr Friesen? Ja. Und kannst du Elsas Schloss bauen? Elsas Schloss ist wahrscheinlich eine reine Kreativsache, weil im Survival ist das eigentlich nicht wirklich machbar. Deswegen sieht es jetzt danach schlecht aus. Ich wollte mich mit meinem Brief fragen. Ich glaube nämlich, er ist nicht angekommen. Vor einem Monat. Ja, manche haben uns zum Beispiel so vor 3 Monaten schon Sachen geschickt. Also das ist mir selber nicht stolz drauf. Deswegen gucke ich halt auch, dass ich die so schnell wie es geht abarbeite. Und ich hoffe dann, dass die auch dann alle bei euch dann demnächst immer schneller wieder ankommen. Wir haben jetzt auch noch einen Stoß von so vielen, die wir noch einwerfen müssen an Briefen, die wir zurückschicken. Da hatten wir jetzt halt das Problem, dass manche ihre Rückumschläge nicht beschriftet hatten oder keine Briefmarken drauf hatten oder den Rückumschlag selber gebastelt haben und er deswegen nicht geklebt hat und wir dafür erstmal ein neues Tesaband holen mussten, damit wir die Sachen zukriegen. Aber da können wir wirklich nochmal an euch appellieren. Bitte Rückumschlag, dass er auch ein wirklicher Umschlag ist, dass er auch selbstständig klebt. Das ist schon mal super zum Anlecken, ist kein Problem, aber bitte nicht, wir hatten teilweise welche, die waren so alt, die waren selber schon, die haben überhaupt nicht mehr geklebt. Dann Briefmarke drauf, das ist das Allerwichtigste. Und dann auch noch bitte eure Rückanschrift drauf, das macht es für uns selber einfach alles einfacher. Hier kann man euch Briefe schreiben, unsere Anschrift steht unter dem Weekly oder in der Kanalinfo. Kadi und Gabi, wo wohnt ihr? Die Adresse, genau, das haben wir auch, glaube ich, gerade erzählt. Hashtag, wie kann man euch Briefe schreiben? Genau, habe ich auch gerade. Ist das so unverständlich? Echt, verstehe ich gar nicht. So, damit haben wir die Hashtag-Fragen nämlich durch. Und dann gucke ich mal, dass ich jetzt nochmal ein paar Briefe reinpacke. Ich habe dann nämlich wieder ein paar hergenommen. Die von gestern habe ich dann übrigens der Kadi schon weitergereicht. So, und ich habe auch gemerkt, dass ich das bitte nicht vorlesen in die Kamera gehalten habe. Das tut mir leid, das ist für mich ungewohnt, dass ich so mittig sitze. Normalerweise habe ich das ja so seitlich, weil dann habe ich damit nicht so das Problem. Okay. So. Dann machen wir direkt mal die Fragen als erstes hier, weil die sehe ich gerade auf dem Umschlag hier. Wieso heißt euer Kanal Zap? Das liegt quasi am Rumzappen durch die Kanäle. Daher, weil wir mehrere Sachen angeboten haben, immer wollten wir das machen.
Und achso, das war die einzige Frage. Sehr gut. Hallo Kathi und Fabi, mein Name ist Justine und ich bin 10 Jahre alt. Oder Justine, keine Ahnung, wie das genau ausgesprochen wird. Ich liebe eure Videos sehr und euch noch mehr. Sorry wegen der Schrift, ich bin einfach froh, diesen Brief zu schreiben. Naja, am meisten gucke ich SSO, Minecraft, und ich grüße die Tanja Pinkstreet und die Christelle, oh mein Gott, Riverride. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Das war's schon. Hab euch lieb, eure Justine. Dann hast du noch etwas dazu gemalt. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, dass ich alles richtig ausgesprochen habe. Und deswegen auch nochmal von mir liebe Grüße natürlich an euch und auch an dich natürlich, Justine. Oder Justine. Okay, hier haben wir jetzt einen Brief, den hast du auch super, super wunderschön verziert. PS, ich durfte meinen Namen doch sagen. Bitte antworte. PS. Ich durfte meinen Namen doch sagen. Dürfen wir denn deinen Namen sagen? Denn der Brief ist der von der Anjana. Und ich hoffe, dass ich nichts kaputt mache beim Aufreißen. Das sieht das so nach einem Rückumschlag aus. So. Nee, doch nicht. Nichts kaputt machen. So. Ich habe versucht, eine Szene abzumalen, wo du, Fabi, Cake Time kaufst. Sorry, Fabi, dass du so klein geworden bist. Keine Absicht. Hast du voll gut gemacht. Vielen lieben Dank dafür. Ich weiß gar nicht, hatte ich das... Ich glaube, das hatte ich sogar... Hatte ich das jetzt an noch als Outfit? Ich weiß gar nicht mehr, was ich anhatte. Ich muss nochmal das Kaufvideo von Cake Time anschauen. Ich wechsle so oft mein Outfit in dem Spiel. Und ich verkaufe auch meistens mein altes Outfit. Ja, dafür hasst mich Kadi immer, dass ich meine alten Outfits weggebe. Aber ich gebe die meistens dann immer, verkaufe die. Weil ich kaufe mir das Ganze immer meistens für Jorvik-Schillinge. Verkaufe dann mein Outfit und kaufe mir dafür neues und wechsle dadurch halt immer. Hi Kadi, hi Fabi, ich heiße Jana Wise Knight. Ich wollte mich einfach mal bei euch bedanken für euren tollen Videos. Am liebsten gucke ich Star Stable. Ich bin froh, dass es euch gibt. Und ich hoffe, dass ihr immer weitermacht mit YouTube. Dankeschön. Und die Fragen. Wie lange spielt ihr schon Star Stable? Also die Kadi spielt 2,5 Jahre, glaube ich, und ich spiele 2 Jahre. Wie alt seid ihr? Ich bin 33, die Kadi ist 25. Wie viele Pferde habt ihr? Oh Gott, die Kadi hat um die 42, glaube ich, jetzt. Und ich habe 7 oder 8, glaube ich. Und die Kadi, kann ich in deinen Club oder in deine Freundschaftsliste? Leider ist bei der Kadi beides voll. Wir versuchen jetzt gerade den Club, die Warteliste damit auch so ein bisschen wieder zu leeren. Und schreiben deswegen jetzt immer regelmäßig Leute an, die auf der Warteliste stehen, damit wir auch mal da wieder, momentan sind glaube ich 280 Leute auf der Warteliste, also das tut uns leid. Kannst du Hanni und Nani von mir grüßen? Viele liebe Grüße an die Nani, die ist nämlich hier und da drüben liegt die Hanni. Kannst du mich auch mal grüßen? Viele liebe Grüße auch an dich, Jana Weisnight. Ich habe für euch ein Bild gemalt, ich darf nicht sagen, wie alt ich bin. Aber bei Star Stable bin ich Level 9. Ach ja, und noch eine Frage, kannst du auch mal ein Fan-Treffen machen? Also die Fan-Treffen, das ist so eine Sache, wir haben ja ein Treffen, was wir auf der Gamescom haben. Das ist quasi so unser öffentliches Fan-Treffen. Wir können uns aktuell noch nicht so leisten, hier so eine größere Location zu mieten, dass wir mal sagen, wir machen vielleicht eins mal hier in Nordrhein-Westfalen. Das andere ist natürlich, dass jeden Sonntag, also auch heute zum Beispiel, dann natürlich die Streams sind. Und das sind ja auch eigentlich, das ist unsere Art von Fan-Treffen, weil wir können halt das anders schlecht organisieren. Da machen wir halt wirklich, dass wir sagen, okay, wir kommen halt alle zusammen, jeder, der möchte, kann hinkommen und mitreiten. Leider ist da immer das Problem, dass der Server einfach nicht alle Leute anzeigt und nicht den Brief in die Kamera halten. Ganz viele Bilder. So. Jetzt wieder eine Bilder-Story. Liebe Kadi, lieber Fabi, ich stelle euch nochmal alle Projekte, die ich von euch schaue, vor. SSO, Community Craft, Minecraft, einfach Pferde, Ark, Alisha Online, Minecraft, 1.9 Survival, ab und zu auch Sims. Ich mache auf meinem Kanal hauptsächlich Tiervideos. Übrigens ist es der dritte Brief, den ich euch schreibe. Diesmal habe ich euch Bilder von meinen Tieren beigelegt. Es sind 16. Und ich würde mich ganz doll freuen, wenn ihr sie alle zeigen könntet. Habe mir viel Mühe gegeben. Da es sehr schwierig ist, die Fotos von den Tieren zu machen.
Vor allem von Vögeln. Liebe Grüße, Yara. Heißt du Yara oder Jana? PS, es sind doch 17 Bilder geworden, sorry. Alles klar, dann gucken wir mal, was du uns für Bilder geschickt hast. Okay, wir haben Enten vom Ententeich. Sind das deine Enten oder sind die bei euch einfach da? Dann haben wir Bobby, den wählen sie dich, glaube ich. Dann haben wir einen weiteren, nämlich Blue. Oh, was ist das? Das erkenne ich fast gar nicht. Stracciatella. Ist das eine... Was würdet ihr sagen? Ist das eine Katze oder ist das der Kopf von einer Kuh? Da habe ich echt gerade ein bisschen Probleme zu erkennen, was das ist. Oder, nee, das Schwan, das ist der Kopf von einem Hund. Oh Gott, oder? Schwierig zu erkennen. Dann haben wir Little Star, einen weiteren Vogel. Dann haben wir Cookie. Sieht aus wie ein Meerschweinchen. Dann haben wir Maggie. Das ist ganz klar ein Meerschweinchen. Voll süß. Dann haben wir Click. Du hast echt viele Vögel. Dali. Huch. So. Milk Chocolate oder Milky. Was ist das denn? Ist aber auch ein Vogel, ja. Sieht aber sehr ungewöhnlich aus. White Star. Den sieht man fast gar nicht vor dem Hintergrund. Cupcake. Voll die geilen Namen für die Vögel. Loni. Du hast also Katzen und Vögel, dass die sich vertragen. Das ist natürlich gut. Dann Sunshine. Boah. Lilly. Die sieht auch richtig krass. Schau mal die Augen an. Hammer. Dann haben wir Chocolate Biscuit. Was haben wir hier noch? Cappuccino. Also, wir fassen zusammen. Du hast sehr viele Vögel, ein paar Katzen und einen Hund, wenn ich das richtig gesehen habe. So, dann haben wir hier einen Umschlag. Huch, ui, du hast uns Tigeraugen reingelegt. Tigeraugen ist mein Glückstein als Zwilling. Und das andere ist... Moment, das muss ich nachlesen. Waren die in dem Umschlag drin? Weil es sah nicht so aus, als ist das gerade rausgefallen. Hallo Kadi und Fabi, ich bin... Oh Gott. Deine Schrift ist jetzt etwas schwieriger zu lesen. Ich bin Isabel und 11 Jahre alt. Als erstes, ihr dürft den Brief vorlesen, wenn ihr wollt. Super, dass du es am Anfang geschrieben hast. Ich bin einer eurer größten Fans und ich liebe Star Stable und mit Minecraft. Also die Videos dazu. Das hast du noch nachträglich eingetragen. In Star Stable heiße ich Isabel Snowhoof. Ich hoffe, das habe ich richtig gesprochen. Ich habe euch beide Geschenke mit eingepackt. Die Tigeraugen sind für Fabi und die Bergkristalle für Kadi. Sehr gut, das ist nämlich echt genau mein Glücksstein. Ich hoffe, ich habe euch einen Umschlag dazu getan und hoffe, dass ich eine Unterschrift von euch beiden kriege und dass euch die Geschenke gefallen. Gruß Isabel. PS, ich hoffe, ihr könnt die Schrift lesen. Da ist wiederum das Problem, Isabel. Vielen lieben Dank für deinen Brief, aber du hast uns halt... du hast uns einfach nur einen Umschlag reingelegt. Da müssen wir leider drauf bestehen. Es tut mir leid, das ist auch echt nicht böse gemeint, dass du uns dann einen Rückumschlag mit beilegst. Huch, da ist irgendwie gerade die Kamera ausgefallen. Und da, wie gesagt, ich war jetzt gerade dabei, beim Rückumschlag, bitte, da müssen wir leider drauf bestehen, dass du uns einen Rückumschlag mit Briefmarke und eben deiner Anschrift drauf, also die Briefmarke ist wirklich das Wichtige. Deswegen da wirklich, ich schicke dir gerne eine Autogrammkarte zu, aber eben leider braucht man dafür halt einen Rückumschlag. So, dann haben wir hier noch einen Brief. Aufkriege, ohne. Ach so, genau, das, was ich noch zeigen wollte, waren die Sachen, die du uns beigelegt hast. Das sind einmal Tigeraugen und die Bergkristalle. Gebe ich natürlich alles weiter, lege ich mir das mal gerade hier hin. Tigeraugen finde ich super cool. Genau, hier zum Beispiel haben wir einen Rückumschlag, da steht jetzt die Anschrift drauf und eine Briefmarke. Da ist wiederum nur das Problem, muss ich mal gerade gucken. Ich weiß nicht, die Rückumschläge teilweise, da habt ihr, da ist jetzt zum Beispiel auch eine 62-Cent Briefmarke drauf. Ich weiß, ich bin gespannt und ich hoffe, dass die dann zu euch zurückkommen, weil wir ja seit diesem Jahr 70 Cent eigentlich immer nur draufpacken müssen auf die Briefe in Deutschland. Also ich hoffe, ich packe das dir auf jeden Fall ein
und schicke dir da was zurück und ich hoffe, dass es ankommt. Jana Ice Keep of Royal Dust, Dusty. Einmal hier. Mein Liebling Joanna Ice Keep of Sun Angel, Sunny. Sieht, voll, sieht etwas pink aus. Und die Joanna Ice Keep of Fire Rain. So. Was steht hier noch? Die Zügel habe ich mit Paint hingemalt, weil sie in dem Moment, in dem weg... Was? Ah, okay, das hat einfach die Zügel mit Paint dann dazu gemalt. So, und jetzt haben wir hier noch ein richtig dickes Päckchen an Papier. Wow, da ist aber ordentlich was geschrieben. Liebe Katja, lieber Fabi, ich habe schon einige Kommentare geschrieben, dass ich euch einen Brief schreiben will. Tut mir leid wegen der Schrift und möglichen Rechtschreibfehlern, aber ich bin auch erst 13. Am Anfang habe ich nur Star Stable geschaut und irgendwann kam dann My Horse and Me, Starshine, Legacy und so weiter. Neulich kam ja auch von Fabi Minecraft einfach Pferde, aber zurück zu Star Stable. Sicher erinnerst du dich an Summer Spirit. Seit ich das Palomino Quarter Horse gesehen habe, will ich es auch. Leider konnte ich damals so gar nicht sparen. Und das kam dabei raus. Oh Gott, jetzt schreibst du komplett gelb. Kannst du den ganzen Brief vorlesen? Erstens, Jorvikisches Warmblut, Starsong. Dänisches Warmblut, Stormfighter. Jorvikisches Pony, Stormwind. Jorvikisches Pony, Raven Promise. Morgen, Royal Dust. American Quarter Horse, Sun Angel. Shire Horse, Light Diamond. Araber, Fire Rain. Ich mag es irgendwie nicht, dass viele Namen dir nachgekauft werden. Aber für dich ist das ja okay. Ja, es ist aber das Problem, es gibt nicht so viele Auswahlmöglichkeiten. Man denkt zwar, dass es recht viel sind, aber ja, es sind weniger, als ihr denkt. Ich würde mich mega über eine Rückmeldung und eine Autogrammkarte freuen. Also wie gesagt, ich packe das ein und schicke es dann los. Ich hoffe, dass es dann ankommt. So, 3, Fabi. Ich weiß, Bastian ist nicht so mein Ding. Auf YouTube heiße ich Joanna Icekeep und in echt... Moment, darf ich das dann vorlesen? Das ist auf jeden Fall die Tanja. Und du bist Level 15. Mein YouTube-Kanal ist noch nicht existent, weil Bandicam funktioniert bei mir nicht. Ganz viele Grüße. Macht immer so weiter. Ich mag die Kauffolgen gerne. Die Zeichnungen sind von mir. So. Oh mein Gott, müsst ihr nicht vorlesen, wenn ihr nicht wollt. Moment, das ist gerade... Ah, hier sind noch die Zeichnungen dazu. Genau, das hatte ich gerade gesucht. Könntest du mal eine Themenfolge über Farolet machen? Muss ich mal... Wir haben jetzt gerade ein paar Themenfolgen, die wir schon geplant haben. So. Und dann müsst ihr nicht vorlesen. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, worum das dann geht. Okay, die Sache ist jetzt wirklich eine Sache, die ich nicht unbedingt vorlesen möchte, weil das jetzt auch eine Sache geht, die wir jetzt vor ein paar Tagen, was heißt vor ein paar Tagen, ich glaube vor einer Woche oder ja, 2 Wochen, da gingen ein bisschen unschöne Sachen rum über uns und auch in verschiedenen Videos. Und alles, was ich dazu vor der Kamera sagen möchte, ist einfach, dass wir niemals irgendwelche Leute aufgehetzt haben. Und das auch nicht tun werden. Das ist einfach völlig unter unserer Würde und von daher macht euch da eure eigene Meinung dazu und aber glaubt nicht einfach alles, was ihr irgendwo hört. Und wenn wir irgendwelche Leute aufhetzen würden, wir haben nur dieses Medium mit den Videos, das hättet ihr mitbekommen. Okay, so viel dazu. Ich weiß nicht, ob das alles vielleicht längst geklärt ist. Ja, also ich hoffe für mich selber, dass es geklärt ist, weil ich habe echt keinen Bock auf irgendwie solches Zeug, was andauernd über uns verbreitet wird. Da haben wir leider jeden Tag viel zu viel darüber. Sei es in SSO oder auch einfach generell, was da dann Geschichten teilweise erfunden wird. Das ist wirklich nicht schön und das würde ich niemandem wünschen. Übrigens weiß ich nicht, wie das mit den Autogrammkarten abläuft. Wenn ihr selber keine Karten habt oder irgendwas in der Art, nehme ich einfach ein Bild, was ich euch mitschicken werde. Du hast es einfach genau, wir haben eine Autogrammkarte da. Also ich tüte das wie gesagt ein und schicke dir da gerne zu. Und
dann würde ich mich jetzt da auch mit verabschieden. Ich werde nächste Woche nochmal ein Bonus-Weekly machen, habe ich ja versprochen. Ich gucke mal gerade meine Kamera. Ja, die hat auch gar nicht mehr so viel Saft, dass ich das dann heute noch alles fertig bringe. Und dann schmelzt nicht weg, es dürfte heute noch ein bisschen schwül werden. Und dann vielleicht sieht man sich dann beim Stream, wenn ich das noch vor dem Stream hochbekomme. Ansonsten hoffe ich, dass der Stream euch gefallen hat. Wenn ihr irgendwelche Probleme habt, könnt ihr euch immer auch privat auf Facebook schreiben. Zumindest mir in der Hinsicht ist das überhaupt kein Problem. Oder halt auf unsere Facebook-Seite ansonsten. Solche Sachen wie eben das, was du jetzt gerade auch gefragt hast, Tanja, sind Sachen, die wir sehr gerne nicht unbedingt in der Öffentlichkeit klären, weil wir finden einfach, das sind private Dinge, die unserer Meinung nach auch da geklärt werden sollten und nicht mit Hetzkampagnen gegen einzelne Personen. Okay. Dann wünsche ich euch allen noch ein schönes Restwochenende. Für die, die es schon haben, schöne Ferien und dann bis zum nächsten Mal.